Liebe Schwestern und Brüder, was Paulus in dem Abschnitt an die Epheser, den wir heute gehört haben, sozusagen von rückwärts, von hinten beleuchtet, von der Negativseite her beleuchtet, ist, dass die Epheser und ebenso wir neu verstehen lernen, was es bedeutet, getauft zu sein. Für viele ist das heute irgendwie nur noch ein Ritual, das dazugehört oder eben dann auch nicht mehr dazugehört. Wenn es das ist, dann braucht man keine Taufe. Die Taufe ist auch nicht einfach nur ein Segen für diesen Menschen, auch den kleinen Menschen, das Kind, so berechtigt ein solcher Wunsch ist. Die Taufe ist mehr. Die Taufe heißt das, was Paulus hier am Anfang unseres Abschnitts sagt. Ihr wart tot. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart gefangen in dieser Welt. Ihr wart unterstellt einem Geist, der, wie Paulus sich hier ausdrückt, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert. Das Johannesevangelium sagt, der Herrscher dieser Welt. Jesus selber spricht so. Das sind Kräfte, Energien, von denen die Bibel mit einer Selbstverständlichkeit spricht, unter denen Menschen gefangen sind. Wir sollten uns das bewusst machen, denn diese Kräfte dringen sehr verborgen ein, überall. Die gute Botschaft ist, in der Taufe ist man diesen Kräften, der Herrschaft dieser Kräfte entrissen. Aber nachdem wir im Bereich der Wirkung dieser Kräfte und Energien leben, sollten wir mit ihnen rechnen. Der große Heinrich Schlier schreibt einmal dazu, jener Geist, der als der Weltgeist der heidnischen Atmosphäre dieser Atmosphäre beherrscht, ist, wie der Epheserbrief sagt, am Werke in den Söhnen des Ungehorsams. Der Ungehorsam aber beginnt und endet mit der Ablehnung der Botschaft Jesu. Wir sollten uns also überhaupt nicht wundern, dass diese Kräfte und Energien so wieder zum Vorschein kommen, mit ihren äußerst negativen Wirkungen. Wir sollten uns selber prüfen, inwiefern wir die Botschaft Jesu ablehnen. Je mehr wir sie uns zurechtbasteln, nur noch das aus dem Evangelium hören, was uns passt, und den Rest entsorgen, indem wir unser eigenes Evangelium schreiben, wie wir oft genug unser eigenes Glaubensbekenntnis schreiben. Das ist Ablehnung der Botschaft Jesu, Ablehnung seiner Worte. Die Heilung beginnt mit der neuen Annahme, dass wir vertrauensvoll sagen, dieses Evangelium, dem ich in der Taufe zugestimmt habe oder andere es für mich getan haben, ist das Siegel der Freiheit der Kinder Gottes. Ich will mit diesem Evangelium leben. Ich will es kennen. Ich will es bekennen. Und den dieses Evangelium bezeugt, Jesus Christus. Es ist der einzige Weg der Heilung. Auf die ursprüngliche Heilsamkeit des Taufsakramentes zurückzukommen. Und wenn wir den Weg verloren haben, immer wieder diesen Ausgangspunkt zu wählen, damit die Herrschaft dieses Geistes der Welt, der immer unfrei macht, uns immer knechtet unter allerlei verborgener Gestalt oder offenkundiger Gestalt, damit diese Herrschaft zurückgedrängt wird und die Herrschaft dessen zum Vorschein kommt, der allein der Herr dieser Welt ist, Jesus Christus.